Herzlich willkommen zurück zur Let's Play Formel 1 2015 hier in Australien. Nee, Montreal, Kanada. Kanada, Montreal. Ja, wir starten von Platz 2. Ich kann jetzt hier leider nicht gucken, wegen auf Dingens da Startplatzierung. Tut mir herzlich leid. Hamilton steht neben uns. Platz 1, dann wir und dann müsste Vettel und Raikön hinter uns sein. Ja, wir gehen in die Rennstrategie. Und wir fahren mit weich und dann hart. Und dann ist das Rennen schon beendet. Also nicht so viele Boxenstops diesmal. Ob die Reifen das wirklich halten? Puh. Da lasse ich mich überraschen. Hier darf ich jetzt zum Beispiel nichts ändern. Gut, dann sage ich Rennen starten. Los geht's, nicht lange sabbeln. Ich will nach außen, wenn nach innen meine ich. Oh. Jetzt beschleunigen. Wie gesagt, wir spielen auf legendär. Höchste Schwierigkeitsstufe for the win. Ich muss an Hamilton dranbleiben. Alleine, weil wir spätestens in der dritten Runde DRS bekommen. Es sollte nicht regnen. Okay. Wenn sich der Sturmfront entwickelt, lassen wir es dich gleich wissen. Alles klar, Baby. Hamilton zieht aber da vorne weg, dass wir auf... Ja, wir sind auf Standarddrehzahlen wieder. So, wollen wir mal angreifen jetzt. Genau wie im letzten Rennen. Hat er irgendwie beim Start nicht umgeändert. Oh, lieber Hamilton. Mach da vorne mal Gas. Oh, wieder gerutscht. Zu früh Gas gegeben. Dadurch holt der Hamilton, kann der Hamilton abziehen. Vettel und Raikön drücken. Vettel sitzt hinten mit seinem Flügel in meinem Getriebe. Bremsweg ist irgendwie länger, seit das Auto schwer ist. Ist ja logisch, aber trotzdem etwas länger. Hier holen wir immer ein bisschen auf, aber dann verlieren wir wieder. Es ist jetzt aktiviert und verfügbar, wenn du dich höchstens eine Sekunde hinter dem Wagen vor dir in der DRS-Zone befindest. Jetzt müssen wir pushen. Alles klar. Muss ich vom Gas gehen. Kurz lupfen. Kriegen wir? Glaube ich nicht. Ich glaube, wir sind zu weit. Doch! Oh! Gut gemacht, du bist die bislang schnellste Runde des Rennens gefahren. So, jetzt geben wir das Tempo an hier.
bewusst vor den Kurven bremsen. Wir wollen keine Strafe aufgebrochen bekommen. Oh, zu schnell. Zu schnell rausbeschleunigt. Wieder. Mist. Ich denke immer, das klappt und dann... Ah. Einigermaßen rausbeschleunigt. Der wird jetzt so von hinten angeflogen kommen. In der Kurve bin ich immer ein bisschen langsam, finde ich. Jetzt einmal hier nicht mehr so viele Fehler machen. Jawohl, klappt doch. Das Auto wäre eigentlich schon wieder total im Arsch. Kleinen Abstand haben wir schon. Muss unbedingt den Sprit wieder zurückstellen. So, einmal wieder ein bisschen Sprit. Alter! Sprit sparen. Na, Schaden kriegen so langsam die Reifen auch. Du bist die bisher schnellste Runde des Rennens gefahren. Bleib dran. Ja, ich pushe auch wie verrückt. Vettel ist jetzt Zweiter. Ist an Hamilton vorbei. Ah, genau wieder der gleiche Fehler. Ich gebe zu früh Gas. Wieder zu früh Gas gegeben. Das Auto fängt hinten das Rutschen an. Oh, ist er schnell, ist er schnell. Ich habe ein Update zum Benzinstand für dich. Wir haben noch 40 Kilogramm übrig. 40 Kilo. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ich finde, irgendwas stimmt mit meinen Bremsen nicht. Keine Ahnung. Hamilton ist jetzt wieder Zweiter und ist hinter uns. Wir müssen bis zur Runde 17 noch 10 Runden auf den Kackreifen. Dann gibt es einen Dreier-Stops, macht Ferrari. Oder ist das eine Attrappe? Ne, Vettel. Mann! Temperaturen. Boah, das hört sich so geil an mit den. Alter, guckt euch den mal an. Einfach viel später gebremst. War nicht schön. Aber ich will ihn hinter mir halten. Alter. Deine vordere
Alle haben sich gedreht, die ersten. Dreh jetzt wieder die Drehzahlen hoch. Reifen sind völlig im Arsch. Sind wirklich mehr an Driften als alles andere. Aber die rufen mich ja rein, wenn es eng wird. Das wissen wir ja. Wir haben die Drehzahlen voll. Langsam. Ja, da hat der Raikön sich gedreht, das ist nicht meine Schuld. Da hätte ich keinen Platz machen müssen. Jetzt ist Bottas Zweiter. Kann ich eigentlich hier mein Ding fahren? Okay, wir haben jetzt etwa ein Viertel des Startbenzins verbraucht. Also haben wir noch drei Viertel übrig. Drei Viertel. Ja, alles klar. Ich hab's verstanden. Bottas holt mega schnell auf. 3,8 Sekunden, ne? Hamilton ist mitten im Getümmel drin. Also selbe Leistung wie wir. Ganz easy. Bei Bottas. 15 Minuten setzt leichter Regen ein. 15 Minuten bis leichter Regen einsetzt. 15 Minuten. Wir fahren noch 7 Runden. Sehr schlau. Ja, mal abwarten. Leichter Regen kann man manchmal ja auch mit Slicks durchfahren. 3,8 Sekunden waren es vorhin. Ich muss mal ein bisschen gucken, ob der Bottas aufholt. Ob ich noch ein paar Briketts. Och, man bremst doch. Er bremst so scheiße. Ja. Die Bremsen sind völlig am Ende, wenn wir voll in der Eisen gehen. Mal ein bisschen drauf achten. Also ein bisschen orange ist jetzt alles noch ganz easy. So ein Scheiß, ey.
wieder 3 Sekunden. Also wir haben den Vorsprung wieder ausgebaut. Alles klar, also es funktioniert. Wir können den Vorsprung auch wieder ausbauen. Dieser Reifensatz ist schon recht abgenutzt, denke ich. Vielleicht kannst du noch ein bisschen was aus ihm herausholen, aber es wird nicht mehr lange dauern, bis sie komplett zerstört sind. Alles klar. Dann sag uns einfach, oder sag mir einfach Bescheid, wenn ich rein kann, Macker. Bin froh, dass wir einigermaßen geraden sind, weil die Reifen sind wirklich übelst. Gerade weil wir ja hier sowieso so wenig Grip haben auf manche Ecken. Raikön ist jetzt schon wieder Dritter. Und da hinten ist immer noch Hamilton. Und Hamilton hätte ich in meinen Augen verhindern können, aber den Fehler mit Vettel oder Raikön, der neben mir war, keine Ahnung. Wir haben Benzinüberschuss für etwa eine zusätzliche Runde. Damit das war nicht mein Fehler. Man kann auch, wenn ich vor der Nase habe, dann hat der... Au. Ich habe gar nicht so viel geschnitten. Zu viel, ich weiß. Fuck. Zu viel Zeit verbraucht dafür. Bottas holt mega auf, guckt den Schaden an von den Reifen. Alter, die Karre bremst nicht. Er wird gleich an uns vorbeigehen. Aber noch habe ich Sprit über, also ich könnte der nächsten Mal, wenn wir hier auf der Geraden sind, auf jeden Fall die Drehzahlen erhöhen. Das Auto ist so instabil auf der Hinterachse. Alter. Das war auch wieder knapp. Volle Drehzahlen. Dadurch habe ich Zeit verloren. Alter, wie geil sich das anhört an der Wand. Der Benzinstand ist jetzt knapp unter der 30. Ah, ist Bottas wohl in die Wand geschlagen, so wie es aussah, leicht. Beschleunige doch, komm! Da hätte ich kein Gas von. Da schon wieder am Rutschen. Bin nur am Gegenlenken, also. Echt schon hart. Jetzt ist er dran, der Bottas. Wir müssen noch 2 Runden. Ja, dann lass mich doch rein.
statt mich reinzulassen. Raikön holt auch mit mega Schritten auf, Alter. Upsa. Alter. Boah. Ich krieg nicht mal mehr die Kurve jetzt. Sechzehnte Runde. Diese Runde sollen wir rein. Steht da auch. Alles klar. Jetzt wirklich hier alles rausholen aus dem Auto. Mit dem Reifen oder was? Ihr seid eine Lachnummer. Alles klar. Rein in die Box, jetzt müssen wir hart drauf kriegen. Bottas ist auch damit drin. Komm, schneller, 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 schneller. Raus, 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 raus. Jawohl, keine Unsafe Release. Da ist Bottas. Alles klar. Bottas hat auch hart drauf, so wie es aussieht. Wir sind Zweiter, also Raikön ist vorbei. Und Bölter. Jetzt kommt der Satz, mit dem ich am liebsten gefahren bin. Wir müssen jetzt auch gleich zeigen, was wir können. Weil ich in dem Sinne einen Undercut gemacht habe und gegen Raikön, der müsste jetzt eigentlich dann auch reingehen. Wenn wir aber hier die Gerade haben, sage ich vielen, vielen Dank fürs Einschalten bei Formel 1 2015. Wir hören uns morgen wieder in Aura Frische. Mein Name ist Labour. Bis denne. Tschüss.